Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Atomic Heart mit mir, I zu dem Z. In der letzten Folge haben wir diese derbe, abgefuckte Mission gemacht, wegen der mir immer noch alles zittert, weil das ist so Stress für mich, den kann ich nicht ganz so gut ab. Ein Safe Point würde jetzt nicht schaden, hier ist ja Gott sei Dank einer. Schön, dass in denen wenigstens auch immer so eine tolle Stimmung ist. Adrenalinkapsel, ja, danke, brauche ich nicht, ich habe schon genug. Ich finde diese Anlage so bedrückend. Das ist sie auf jeden Fall. Warum? Gibt es hier einen fröhlicheren Ort? Aber natürlich, schöner Mann. Überall da, wo ich ekelhafte, geile Widerlinge fesseln kann. Ach, in deinem Kopf ist gehörig was durcheinander. Bei den Leuten, denen Ranken aus dem Kopf wachsen, ist gehörig was durcheinander, Süßer. Nicht bei mir. Dir gefällt es hier also nicht, weil nicht genug Leute da sind? Es sind nie genug. Mir ist so langweilig. Du bist eine willkommene Abwechslung, schöner Mann. Komm hart und oft. Ach du Scheiße. So, jetzt gib mir das erstmal, was da ist. Und dann ist gut. Oh. Diese Kapseln hier können wir nochmal mitnehmen und Heilung. Und das lassen wir erstmal nochmal hier drin. Was ich gerne nochmal machen würde, ist Polymerverbesserung. Was können wir denn da machen? Boah, 191. Ja, safe, Alter. Elektrifizierte Ziele erleiden mehr Schaden. Ein Teil der Entladung fügt einem Gegner in der Nähe Schaden zu. Boah. Das sind starke Sachen. Erfrierung. Die Druckkammer kann weiter. Wird... Feuerschaden neutralisiert. Krass, okay. So, Polymer-Schild. Das juckt mich ehrlich gesagt noch nicht so. Polymer-Strahl finde ich schon interessanter. Machen wir auf E. Reichweite erhöhen. Dauereffekt. Da, sowas klingt immer gut. Und Ziele verlangsamen klingt auch gut. Ey, dann sind wir sogar perfekt auf 0 rausgekommen. So, das heißt, das ist unsere... Neue Fähigkeit. Verwende Polymer und verstärke die Effekte von Einfrieren, Feuer und Elektrizität. Trage Polymer auf eine Oberfläche auf oder schütte es direkt auf deine Gegner. Alles klar, also quasi so ein Filter ist das falsche Wort. Verstärkt also quasi einfach nur den Effekt, so. Papa. Na, ganz toll. Okay, aber das fetzt rein. Also man kann sagen, was man will, aber das zieht auf jeden Fall durch. Junge, Junge. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr das ganze Labor da gemacht, aber ich bin ehrlich mit euch, wollte ich auch nicht. Hier kann man was drin machen. Na, mein Freund, was wolltest du denn da machen? Oh. Aber Gun-Gameplay fühlt sich echt gut an. Das muss man schon sagen. Ja, habe ich schon mitbekommen. Tolle Sache. Du scheiß Blechbüchse. Okay. Anscheinend kannst du rollen, oder was?
Ach krass, okay, ich krieg Schaden durch die eigenen Dinger. Macht aber Sinn. Ach so, soll ich vielleicht mal die... Ach nee, ist ja eher untypisch, dass man wahrscheinlich 8 Missionsziele hat. So. So, komm, ab mit dem Ding da jetzt. Weg. Hast du das gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße! Ruhe, verdammt! Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Richtig. Aber wir brauchen immer noch... Oh, nee. Ah, oh. Okay, alles gut. Bist du irre? Soll das ein Witz sein? Ich bin... Du könntest ihn jederzeit aufwecken. Ich bin... Das war nicht peinlich, okay? Wenn wir in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400 Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden! Kaum mehr PA-400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder! Alles klar. Finde den gelben Zylinder, sonst sind wir am Arsch. Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein. Ich habe übrigens das Gefühl, ich übersehe irgendwie gerade Gegner. Was? Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Das sollte er wohl. Oh. Warum wird denn das... Warum zieht das Game jetzt nochmal so an, ey? 30 Schuss. Boah, ey, ich bin eigentlich nur am Munition herstellen. So, Jungs, dann... Hilft ja alles nix. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 10%. Hey, Charles. Das ist doch scheiße. Verwende Telec, um Plattform zu bewegen. Nicht vergessen, Plattform, auf denen du stehst, können nicht bewegt werden. Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen. Einschließlich uns. Okay, was soll ich jetzt bewegen? Den hier, sagt er mir. Zu welchem Zweck? Hä, zu welchem Zweck? Ach so. Okay. Verstehe. Warte mal, diese Plattform da, kann ich die irgendwie drehen? Wobei, nee, das hilft mir auch nichts. Bring den Behälter zu den... Ah, okay, doch. Ja, und jetzt? Ah, es drehen sich alle. Ich kann nicht mehr aufstehen. Jetzt. So, jetzt müssen wir zu dieser Station da vorne.
Das war präventiv, ne? Bevor hier gleich noch jemand sagt, das hätte ja gar nicht sein müssen. Welche ist denn die nächste? Die da? Kann ich dich bewegen? Nee, natürlich nicht. Oder? Hä? Ja, und so schnell ist man wieder am Anfang. So. Dann halt du, komm her. So. Achso, erstmal drehen, okay. Boah. Ich versuch's ja. Welcher ist denn der nächste? Da oben, ne? Ich renn schon so schnell, wie es geht und mach schon so schnell, wie geht. Ich kann halt auch nicht zaubern. Ja, das brauchst du mir jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen. Das sieht doch gut aus. Na los, komm, komm, komm. Ist die Zielanzeige gesunken? Jetzt bei 4%. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Ich glaube, der ergibt tatsächlich gerade am meisten. Oh. Wir nehmen uns die Zeit. Komm mal, schön. So. Okay, weiter geht nicht. Wir werden alle sterben. Von mir aus, du zuerst. Scheiße, das Ding ist ja riesig. Wer kommt denn auf sowas? Das war das unerwartete Ergebnis eines kühnen wissenschaftlichen Experiments. Ihr Eierköpfe. Beschissene, hä? Kühlen Experimente. So, komm, dreh den Eimer jetzt. Ja. Was zur Hölle dauert denn so lange? Erstick an deinen Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter? PA-400 ist aus. Wenn uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so! Das bringt ihn nicht um! Du solltest ihn hochjagen! Verdammt! Was tun wir jetzt? Er ist was? Das Polymer anzünden! Deine Kippe! Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja! Stirb, Drecksding! Heilige Scheiße, er dreht durch! Er ist wütend! Wir müssen weg, bevor er... Warte! Okay, unser Freund lebt aber noch. Ach so! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Es sind zu viele! Beeil dich! Ich versuch's ja! Erwischen Sie uns, Kannst du nicht besser zielen?
Wir sind fast da! Steh auf! Steh auf! Ich versuch's, ja, ich versuch's! Scheiße! Nein! Nein! Hilf mir! Mach es weg! Nein! Halt durch, Kumpel! Ich komme! Oh, Kacke! Der beschissene Behälter! Wenigstens etwas! Du merkst aber auch alles. Ja, komm. Schöne Zeit. Was können wir machen? Runter von mir. Oh. Lol. Okay. Meine Fresse, war das du kannst ihm einfach das Blatt abziehen. Oh, die Folge ist heftig. Du kannst Fähigkeiten zurücksetzen und das wiedergewonnene Neuropolymer neu verteilen. Ah, nice. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstricke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Mhm. Genau wie bei mir und Petrov. Nee, das ist falsch. Ach, frier doch ein, ey, du dämliche Pisse hier. Wo kommt er da jetzt her? Verdammter Pisser! Auf Abstand. Also ich finde den Gedanken mit der Musik echt nett. Hilft leider nur nicht so viel, wie ihr, glaube ich, denkt. Ach du heilige Mutter Natur! Großer Mutant? Wo denn? Ach so! So! Ja, das ist jetzt schon mal ein Problem. Es gibt nichts, was ich dagegen gerade tun kann. Außer zugucken. Ja, es ist ganz schön stressig und es sind echt ganz schön viele Gegner. Heilige Scheiße, der Typ tut ganz schön weh. Mach sie drauf, mach die Kartusche drauf. Und jetzt das große Finale, ohne zu sterben. Ja, das hat wenigstens schon mal wehgetan, glaube ich. Wo ist denn mein Freund jetzt? Da! Hey! Was soll denn das? Ach, du warst das die ganze Zeit. Die droppen halt so krass, ne? Hauptsache, du hältst endlich die Backen, ey. Jungs, ey. Einen Bosskampf habe ich jetzt nicht erwartet. Ich muss raus.
Die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Das ganze Zeugs hier ist furchtbar. Oh Mann. Doch. Die Behälter gehen da jetzt rein. Gut. Die Birke tat auf. Optimale Temperatur wiederhergestellt. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja. Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Das Tor ist offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Oh mein Gott. Charles. Wie ist Sheraton Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist? Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, Scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Ein ganz schön langer Fahrstuhl, ne? Wie lange dauert das denn? Oh! Sag mal. Oh, jetzt hat sich was geändert. Wir müssen zur Station Lesnaya und den Zug nach Solnechnaya nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Alles klar, meine Lieben. Aber wie es weitergeht. Hoffentlich seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.